Sehr zuvorkommend. Vielen Dank. Sie haben es gestern mit Sicherheit vernommen, der Irak möchte jetzt doch Inspektoren ins Land lassen, um zu checken, wo werden vielleicht gefährliche Waffen gebaut. Und unser Bundeskanzler Schröder möchte deutsche Experten für chemische Kampfstoffe in den Irak schicken. Chemische Kampfstoffe. Für mich heißt das, bei Douglas wird das Personal knapp, oder? Dann haben Sie heute gelesen, Boris Becker, unsere unvergessene Tennislegende, möchte seine Villa, das wäre vielleicht eine Idee für Sie, falls Sie auch in diesen Tagen viel Geld an der Börse verdient haben. Für 8 Millionen Euro können Sie sein Anwesen, es ist nicht nur eine Villa, es ist ein Anwesen mit einer Bodega, einem eigenen Weinlager und mit einem Pool, wir können das nachher noch im Foto zeigen, mit einem Amphitheater und das ist für mich das Tolle, mit einer Bibliothek. Ja, mit einer Bibliothek. Wiederverkaufen, ein Anwesen für 8 Millionen Euro. Klar, ich meine, wovon soll er Ferien machen? Ich glaube, das sind so Panikreaktionen, oder? Dieser Verkauf. Kaum, dass der DAX mal unter 3200 Punkte geht. An dieser Stelle begrüße ich auch die Aktionäre der Allianz. Epcos und Siemens. Es geht wieder aufwärts. Es never catch a falling knife. Habe ich recht? Bloß jetzt nicht kaufen. Es geht noch tiefer. Das ist noch nicht der Boden. Keiner weiß, wann er kommt, aber irgendwann muss er ja kommen. Boris hat die Villa in München verkauft, zur Erinnerung. Ja? Das Ferienhaus jetzt auf Mallorca. Er lebt im Hotel mehr oder weniger aus dem Koffer. Boris, am Montag gibt es auch noch das Guido Mobil billig. Helmut Salad and the Panic! Heute Abend haben wir absolute Top-Besetzung, meine Damen und Herren. Zum einen eine liebe Freundin von uns, die deutsche Military-Königin, gerade zurück von den Military-Weltmeisterschaften aus Jerez de la Frontera in Spanien, wo sie ein bisschen Pech hatte. War es nicht Frankreich? Bitte? War es nicht Frankreich? Oder nein. Nein, Jerez de la Frontera. Ach so. Ich wollte dich jetzt nicht bremsen. So viel Zeit muss sein. Zurück aus... Gestern aus Spanien über Frankreich. Sorry, nee, klar, aus Frankreich. Über Frankreich, ja, da hat sie übernachtet. Nein, in Bonn hat sie übernachtet. Ja. Und sie sieht überhaupt fantastisch aus, aber heute sieht sie besonders sexy aus. Sie hat nämlich so eine Metallschiene hier von ihrem Sturz am Bein. Und das ist aber nicht mehr wie früher, so was unser eins von der AOK noch zu 10% gestützt gekriegt hat, ja? Sondern das sieht so aus, wie du heute bei den Tänzern von Madonna oder so siehst, also wie richtig von Lucci und Fucci und Gabardo und Dolci und... Das macht dich geil. Ja, absolut. Es hat so einen leichten Invaliden-Touch. Achso, ja, okay. Ja, entschuldige mal. Ja, es ist okay, ja. Ja, und das hat sie über einer sehr schicken Wildlederhose. Und Sie werden das nachher sehen. Ich finde, es sieht toll aus. Mhm. Es sieht toll aus. Dich lässt sowas völlig kalt. Du siehst das rein medizinisch. Ja, also. Ja. Nee, wenn ich mich aufgeilen will, gehe ich wirklich in den Sanitärhandel. Und dann stehe ich im Sanitärhandel und denke mir, warum werde ich nicht geil? Und dann fällt mir ein, wie gerade, wieder mal habe ich Sanitärhandel mit dem Sanitätshandel verwechselt. Das ist ja, ja. Ich gucke auf die Schüsseln und die Waschbecken und sage, nichts tut sich. Ja. Raus, über die Straße, rein, was haben Sie für Krücken da? Und da gibt es ja heute unglaublich neue Sachen. Ja, ja. Und das, du wirst sehen, dass das Inken Johansen trägt, ja, das ist nicht mehr grau und dieses typische Krückenfarbe, sondern es ist Hightech. Kennst du eigentlich Crash? Nein, was ist das? So ein Film von David Cronenberg, der auch Dings gemacht hat, Die Fliege. So ist Leute, die extra mit Autos gegeneinander fahren, damit sie dann in den Autos, in den Wracks Sex miteinander haben können. Also auch mit abenden Armen und Beinen. Ne? Dann nicht nur mit einem Wrack, sondern in einem Wrack. In einem Wrack, genau. Dann
Donnerwetter, ich muss noch viel lernen. Ja. Aber du hast ja kein Auto. Heute Abend die deutsche Military-Göttin Inken Johansen bei uns, meine Damen und Herren. Und dann... Und dann eine der Supergruppen der 90er Jahre, wenn nicht die Supergruppe der 90er Jahre überhaupt, oder? Absolut, ja. Oder? Also ist Geschmackssache. Nein, also Oasis ist nur das Ding, ne? Klar. Absolut. Oasis ist das Ding. Herr Antrag ist absoluter Oasis-Fan. Und zwar, Sie spielen von Ihrer neuen CD, die heißt nur Oasis, nein, sie heißt Heathen Chemistry. Yes. Heathen. Heathen ist irgendwie das Wort des Jahres. Die Bowie-CD heißt auch Heathen. Heißt auch Heathen. Aber das ist hier Heathen Chemistry. Und Sie spielen Little by Little. Heute Abend, falls Sie es noch nicht erraten haben, hier bei uns Oasis. Sind heute Mittag um kurz nach 4:30. Danke, Sven. Wir sind heute Mittag um kurz nach 4:30 hier angekommen aus London. Ja. Und das ist eigentlich für mich das wirklich Tolle hier an der Lage unseres Studios mit dem E-Werk nebenan, diese Trucks, diese Busse, die da immer stehen. Auch gestern schon mit Elvis Costello und ich habe auf einem Bus stand, die fahren das ganze Equipment. You rock, we roll. Das ist mein Speditionsunternehmen, oder? Möbel Müller, der You rock, we roll. Und diese Busse sehen irgendwie alle so toll aus. Geil, ja. Es scheint irgendwie einen speziellen Bushersteller für Rock'n'Roll-Tourneen zu geben, oder? Ja, glaube ich schon, ja. Die sehen anders aus als normale Busse. Es sind irgendwie speziell die umgebaute LKWs. Oder die... Beide. Ja. Weil die meisten Bands schlafen auch irgendwie in diesem Bus. Naja. Man weiß nicht, wer halt morgens rauskommt, sieht irgendwie verloren. Muss ja Band sein, wer da morgens rauskommt, oder? Die meisten schlafen hier im Bus. Naja, klar, natürlich. Fahren über Nacht, schlafen hier, proben, weiter. Brandhard, die üben ja jeden Tag bis zu 6-7 Stunden, sonst kriegst du das technisch gar nicht geregelt, naja, genau. Was die drauf haben. Bitte? Nightliner heißen die auch. Heißen diese Busse? Mhm. Nightliner. Nightliner. Bist du schon mal in so einem gefahren? Ja, viel. Ehrlich? Ja. Auf Tournee mit Westernhagen? 13 Jahre, ja. Ja? Hab ich drin gewohnt. Du hast in so einem Bus gewohnt? Ja, das war mit Betten, also so Doppelbetten hin, gab es dann noch so ein kleines Eckchen, wo man Karten spielen konnte. Mit Küche und so. Ach, Toilette. Schön. Und macht das Spaß? Ach, es geht. Eine Zeit lang wahrscheinlich, oder? Ja, am Anfang natürlich. Ja, am Anfang, aber dann irgendwie... So nach 5-6 Stunden ist dann auch ein bisschen... Ja. Nightliner, falls Sie so einen Bus kaufen wollen. Ja. Tourneebus. Man weiß ja nie, wenn man auf Tournee geht. Ja, gut, wenn man den Bus schon mal hat. Hier, ich habe es Ihnen schon anfangs erzählt. Boris Becker, das untadelige Tennisgenie, hat seine Villa zum Verkauf angeboten. Ich verstehe nicht, wieso Bild schreibt, Boris verkauft seine Unglücksvilla. Hat ihm diese Villa Unglück gebracht? Er hat halt nie drin gewohnt, ne? Ja, insofern kann die Villa gar kein Unglück gebracht haben. Aber wieso? Nee. Ich finde nicht, dass Boris' Leben unglücklich verläuft, oder? Es ist voller Höhen und Tiefen, aber Unglück? Gibt's anderes, ne? Ich finde auch. So, schauen Sie, er hat sie seit 5 Jahren und nicht eine Nacht darin geschlafen. Und das ist die Villa, falls Sie vielleicht noch überlegen wollen, 8 Millionen Euro. Der Preis ist verhandelbar, weil es muss noch ein bisschen was fertig gebaut werden. Was uns besonders gut gefallen hat, also das hier ist das Haupthaus. Ja? Und dahinter, das ist jetzt neu, da habe ich festgestellt, alle haben jetzt Gästehäuser. Claudia Schiffer, die haben auch alle Gästehäuser. Ja, Michael Schumacher auch. Ja, nicht wie bei unser Eins, wo man sagt, Moment, ich ziehe die Couch aus. Ja. Sondern, nein, Alfredo legen die Handtücher im Gästehaus. Ja? Das heißt also, es war wahrscheinlich geplant, hier Babs mit den Kindern und da hinten Boris mit den Weibern. Ja. Oder? So. Und besonders toll ist das hier. Könnt ihr das mal bitte auf der anderen Seite, ja, dieses hier zeigen? Schauen Sie, das hier ist der Pool. Der Pool ist 15 Meter lang und 3 Meter breit. Habe ich das richtig? Ja. Ja. Das heißt, es ist ein Egomanenpool. Ja. Du kannst nur alleine schwimmen, nebendran hat keiner Platz. Nur eine Bahn, genau. Ja. Hier hinten ist das Poolhäuschen, wo man sich umkleidet. Nicht genau. Wie unser eins, ja, der über die Straße geht mit so Adiletten. Und ein Handtuch um die Schulter hat. Nein, man duscht dann. Und jetzt kommt das Allertollste. Im Anschluss an das Poolhaus ist ein Amphitheater, in dem Babs Becker live für die Gäste singen wollte. Ja. Was eigentlich? Ja. Sie hatte doch mal einen Song, der hieß You Make Me Feel So Good. Ja, war ein Riesenhit, glaube ich. Babs Becker live at her
home in Mallorca. Come to my amphitheater. Come to my amphitheater. Weißt du, und dann oben lärmt Babs, unten hocken irgendwie Frauke Ludowig oder so. Ja? Boris ist er hat einen extra Weinkeller sich einbauen lassen. Eine Bodega. Eine Bodega. Eine Bodega. Eine Bodega. Er ist ein Weinkenner, er liebt alte Rotweine. Zu der Zigarre. Zu der Zigarre. Das ist ein großer Trend übrigens, alte Rotweine zu lieben. Und ich wette, dass der Großteil alte Rotweine von Plörre aus dem Tetrapack überhaupt nicht unterscheiden kann. Mach ich jede Wette. Mach ich jede Wette. Oder? Okay. Oh, so ein schönen 85er. Weinkenner gehen einem tierisch auf den Sack, ja, oder? Ich finde, der Weinkenner hat bei mir den Pfeifenraucher abgelöst. Ja. Jahrelang dieses Nachdenken mit der Türklinke und jetzt diese Weinkenner, die du permanent hast. Oh, das sind 73er und so. Ja. Für mich gibt es beim Wein überhaupt nur zwei Kriterien. Kein Sodbrennen und kein Kopf am nächsten Tag. Alles andere ist mir wurscht. Kommt ihr in 6 Wochen, dann muss ich den Wein dekantieren. Und dieses Weingetöns. Wirklich, ich glaube, der Großteil, das ist alles nur Text. Die können das überhaupt nicht unterscheiden. Nein, die kennen sie gar nicht aus. Es gibt 3 Leute in Deutschland, die das überhaupt richtig können. Bitte? Es gibt nur 3 Leute in Deutschland, habe ich mal gelesen, die das überhaupt richtig können. Ja. Ja. Es gibt einen, der Leiter der Ruhrtriennale, Gérard Montier, habe ich jetzt gehört, kann wirklich bei jedem Wein, den er hingestellt bekommt, sagen, ja, was es ist, präzise. Also Wolfram Siebeck kann das auch. Wirklich? Kann er es wirklich? Ja, er kann es wirklich. Ja. Und wer ist der Dritte? Irgend so einer, auf den man nicht kommt. Otti Fischer? Nee, weiß ich nicht. So irgendwie so ein. Ich glaube, diese Sommelier, die mal hier bei uns war, von Fischers Weinhaus, ja, hier am Ring, gut, die, ja, kann es, glaube ich, auch. Ja, ja, ja. Aber der Großteil macht sich wichtig. Klar. Ja? So dieses Mahansi-Getöns. Siehst du, kein Fisch, das kannst du nicht essen. Jahrelang in der Suppenküche geputzt und dann sie wichtig. Unglaublich. Aber ich stelle fest, ich bin ungerecht. Ich mache schon wieder schlimme Bemerkungen über Menschen, die auch wirklich am Abgrund stehen. Aber leider ein Tabu in unserer Gesellschaft. Immer mehr Deutsche taumeln wirtschaftlich am Abgrund und wissen nicht, wie sie wieder unten kommen sollen. Gut, dass es unseren Abgeordneten gibt, der sich solcher Menschen annimmt. Deutschlands Unternehmer in Not. Jetzt, wo alle Parteien um die Gunst des kleinen Mannes buhlen, muss es jemand geben, der den Entscheidern und Motoren der deutschen Wirtschaft unter die Arme greift. Deprimiert haben sich die Leistungsträger unserer Nation ganz in den Norden der Republik zurückgezogen. Hier, in Kampen auf Sylt, brauchen sie jetzt jemanden wie Dr. Udo Brömme, der ihnen wieder Mut macht. Womit verdienen Sie Ihr Geld? Ich bin Verkäufer im Textileinzelhandel. Ja. Selbstständig. Selbstständig. Ja. Wie viele Angestellte? Ich habe reduziert und bin deshalb glücklich von 35 auf 2. Von 35 auf 2? Ja, ja. Dann bin ich noch gesund. Gehen die Geschäfte ja prächtig, was? Ja. Naja, ein bisschen absolut. Verlust ist immer, ne? Brömme erweist sich als geduldiger Zuhörer. Ich bin sehr in der Gastronomie. Wir haben ungefähr 300.000 offene Stellen in Deutschland. Ja. Keiner will Samstag, Sonntag arbeiten. Das ist unser großes Problem in Deutschland. Ja. Die Arbeitsmoral. Ich meine, es will ja gar keiner mehr richtig powern. Und wir als junger Kerl war, ja, da haben wir auch 12 Stunden. Wir arbeiten immer noch 14 Stunden. Immer, ja. Immer noch, jeden Tag, 7 Tage Woche. Ja. Ja. Das erzählen Sie mal auf dem Festland jemandem. Ja, ja. Da und das geht nicht. Nein, die wollen alle 5 Tage Woche und ihre 8 Stunden ja, und dann nach Hause gehen und tschüss. Ja. Ja. Und das geht okay, mit Urlaub. Und wenn sich Deutschland mal besinnt, wieder die Arbeitsmoral, dass die geändert wird und dass man wieder nur durch Arbeit existiert, ja, das ganze Land, ja, dann geht es uns auch besser. Das ist ein harter Job, aber es ist für mich auch eine Ehrenpflicht, einfach zu sagen, ich diene Ihnen und will irgendwie was bewegen. Welchen Wahlkreis haben Sie, Doktor? Ich bin normalerweise in Düsseldorf, da in der Gegend. Und wie gesagt, bin jetzt aber bei der Bundespartei zurzeit unterwegs und versuche da ein bisschen zu unterstützen. Ja. Und wie gesagt, mich ein bisschen auch um die Leute zu kümmern in Deutschland, die anpacken, ne? die reinhauen und die in ihrer ganzen Bescheidenheit, die sie ja bewahrt haben. Das sehe ich ja hier, das ist ja jetzt einfach ein nachmittägliches kleines Beisammensein, wo man mal ein Glas Champagner trinkt oder so, das muss ja auch gestattet sein. Ne? Ne? Ja, klar. Dafür hat man ja auch irgendwie von 30 auf 2 Arbeitnehmer reduziert. Jetzt die gute Laune nicht verlieren. Das ist die Botschaft Brömmes. Doch das Leid bei Deutschlands Unternehmern ist groß. Ich war mal Chef und
Mitgesellschafter eines großen Ingenieurbüros. Aber mir macht es einfach unter den jetzigen Voraussetzungen keinen Spaß mehr. Also es macht deshalb keinen Spaß mehr, heutzutage deshalb, Chef zu sein. Und deshalb muss sich das ändern. Ja. Leistung muss wieder Spaß machen. Und wenn man den Leuten keinen Gewinn mehr gönnt, dann funktioniert die ganze Wirtschaft nicht. Eben. Das ist eben der totale Fehler. Man will ihnen heutzutage den Gewinn nicht mehr gönnen. Den die Sozialisten machen, sie verteufeln den Gewinn. Ja. Und das kann bei uns nicht gut gehen. Und da sollte man auch mal an den Chef denken. Es gibt keinen Industriestaat von großer Klasse auf Dauer, wo nicht das Geld verdienen eine gute Sache ist. Was waren Sie für ein Auto? Das ist der Fall, also BMW. 7er? Nee, 5. Hm. Warum kein 7er? Weil der 5er sparsamer ist. Ich habe einen Diesel. Und meine Frau hat natürlich einen Carrera. Ohne Hände. Dr. Udo Brömme kann das wie kein Zweiter. Beim gemütlichen Plausch im Garten einer lauschigen Friesenkarte erfährt er so manches. Ich bin Präsident des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. Ja. Betreue in Deutschland 45.200 Betriebe. Ja. Als verantwortungsvoller Politiker weiß Brömme, dass er sich hier wichtige Instruktionen für seine segensreiche Arbeit holen kann. Wir haben ja keine Alternativen. Wir sind keine Bananenrepublik. Wir leben von der Wirtschaft. Keine Bananenrepublik. Ja. Und wenn wir Mobilität nicht ganz deutlich anders anpacken als bisher. Mobilität ist Trumpf. Mobilität ist Trumpf. Mobilität ist die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum. Habe ich. Und für ein weiteres Gedeihen. Okay, ja. Gehen Sie mal auf eine Baustelle hier oben. Da heißt es BAT oder Rechnung. Bar auf Tatze oder Rechnung, so heißt es. Was ist das für ein Land? Fragt man sich. Was ist das für ein Land? Wie weit haben wir es kommen lassen? Ja. Wahrlich, es liegt vieles im Argen in unserem wundervollen Vaterland. Und nur Dr. Udo Brömme kann garantieren, dass der deutsche Unternehmer wieder einen Weg gewiesen bekommt aus seinem Kummertal. Leider sind politische Kampfgenossen da weit und breit nicht zu sehen. Es sind noch 3 Wochen bis zur Wahl. Die Umfragen liegen bei 8%. Wie schaffen Sie es, auf 18 zu kommen? Wir haben ja eine Erfahrung bei der letzten Landtagswahl gehabt. Da hatten wir bei den Umfragen... Dr. Udo Brömme, hallo. Würden Sie mich gerade jetzt einen Augenblick nochmal in Ruhe lassen? Ich gebe gerade ein Interview. Das ist ein Interview. Geht das in Ordnung? Wenn Sie mögen, natürlich. Okay, also ich glaube, das ist ja... Vielen Dank. Hallo, grüßen Sie. Nein, Verzeihung. Das ist unprofessionell. Ich wollte mit dem Herrn Westerwelle sprechen und er spricht nicht mit mir. Mit mir, Dr. Udo Brömme. Das ist ja unverschämt. Ja. Ne? Da denkt man, das ist einer, der auf die Leute zugeht und ja. Ich komme von der CDU. Wir wollten zusammen im fairen Meinungsaustausch miteinander sprechen und jetzt sowas. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Also das stelle ich mir wirklich nicht unter einer offenen Gesellschaft vor und das hat doch nichts mehr viel mit Demokratie zu tun. Ne? Das hat es schon gemacht. Ja. Selbst Westerwelles Pressereferent verschließt sich dem Dialog. Mein Name ist Dr. Udo Brömme, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, mein Name ist Martin Kondö. Ich habe auch eine Karte. Vielleicht wissen Sie dann Bescheid. Moment, kommen Sie her. Ich habe hier von der CDU. Hm? Das sagt doch wohl alles. Ja, das ist CDU-Politiker. Das sind Leute, die haben den Stoiber als Chef und versuchen auch im Wahlkampf was zu reißen. Hallo? Ich bin doch bloß von der CDU. Mit mir kann man doch sprechen. Was soll denn das? Jetzt weiß wirklich jeder in unserer Republik, dass nur noch Dr. Udo Brömme allein in diesen stürmischen Zeiten das Ruder herumreißen kann. Und auch für Kleinsparer wie Sie zu Hause muss es am Sonntag heißen, Brömme wählen. Morgen haben wir uns zu Gast Dr. Westerwelle, hier. Schau mal rein, Oasis, beste Band, wo gibt, oder? Ja, absolut. Ja. Was ist das Fantastische, das Einzigartige an Oasis? Dass sie so gut sind. Ja. Du bist großer Oasis-Fan? Ja, also jetzt, es gibt größere. Benjamin von Stuttgart-Barre zum Beispiel ist ja fanatischer Oasis-Fan. Der größte Oasis-Fan überhaupt? Ja, also den würde ich als größten bezeichnen. Ist das Britpop? Wurde früher, so sagt man aber heute nicht. Wie sagt man heute? Musik, also. Ja, und es sind 2 Brüder, die Band gegründet haben. Ja, aber einer ist heute nicht da. Ne? Warum nicht? Weil der nicht mitsingt in dem Song. Es sind hier viele immer da, die nicht mitsingen und rumstehen. Ja.
Nee, das ist aber, ich war vor 2 Jahren ja auch schon auf dem Oasis-Konzert und je nach Song verschwinden die auch von der Bühne und dann singt der eine nur und bei einem anderen Song halt nur der andere. Ach so, das ist natürlich auch dann eigentlich naheliegend, dass er heute gar nicht mitkommt. Ja, eben. Ja, Corinna bildet sich noch immer fort. Ja, ich weiß jetzt auch, was sie macht. Oh, was denn? Crashkurs Fernsehjournalismus. Das ist interessant. Ja, ne? Das kann man doch bei uns gar nicht brauchen. Nee, natürlich nicht. Crashkurs Fernsehjournalismus. Wahrscheinlich für Ihren nächsten Job, ich habe keine Ahnung. Ja, was, was ist das denn, 2 Tage lang? Was lernen wir da? Melanchthon-Akademie. Wer war Melanchthon? Eine Geistesgröße des späten Mittelalters. Sehr gut. Crashkurs für Fernsehjournalismus. Guten Abend, Herr Westerwelle. Was fragen wir noch? Was sagen Sie zum Möllemann? Ich werde ihn morgen Abend hier festnageln, Westerwelle. Wir werden die Fragen vorher zusammen entwickeln. Ja, wir werden ihm die Maske vom Gesicht reißen. Das wird investigativer Journalismus der Spitzenklasse. Absolut. Wie oft gibt es eigentlich Westerwelle? Einmal oder mehrfach? Wieso? Ich habe ihn gestern mindestens auf 3 Kanälen gleichzeitig live gesehen. Um 8:30 Uhr abends saß er bei Mette Marit. Sandra. Maybrit Illner, nee. Sandra. Maischberger. Ja? Da saß er ja eigentlich schon Mette Marit. Ach so, Mette Marit. Ja, weil sie doch hier. Ja, ist klar. Britzel, ja. Burning Love. Ja, aber da war ja eigentlich um 17:30. Das wird ja, ja, aber das wird wiederholt. Ja, NTV hat ja nur eine Sendung, die spielen sie den ganzen Tag. Genau. Ja. Und dann Teppich ins Erste, da sitzt er auch schon wieder. Klar. Mit Michael Gloß. Und mit Joschka Fischer. Mhm. Ich glaube, dass die im Bus auch von Talkshow zu Talkshow mittlerweile fahren, damit es billiger kommt, oder? Mit Sicherheit, ja. Überall dieselben. Man kann es schon mitbeten, aber morgen bei uns völlig andere Antworten. Ja, klar. Gnadenlos, kein Ausweichen. Das wird der Wahnsinn. Ihm werden die Knie zittern, wenn er rausgeht. Können wir vorstellen, dass er jetzt Angst kriegt, wenn er das sieht? Oh ja. Dazu kommen wir gleich, da bin ich sehr gespannt. 3 Tage, unsere drittletzte Abstimmung heute, das Studiopublikum. Ja. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke nochmal zu Ehren des großartigen Fernsehereignisses der vergangenen Tage bei Sat.1, dieser Kreuzritter, trinke ich einen Ritterexport. Ah, sehr schön. Das war ja quasi der Kreuzritter, waren ja ein Ritterexport. Ja, das war ein großer Erfolg auf Sat.1, ja. Die Kreuzritter. Sehr groß besetzt. Ja, hast du es gesehen? Teilweise. Ja, fantastisch, ein Mehrteiler. Ja, 2 Teiler. So, dann kommen wir zu unserer Umfrage. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? 18.09., 4 Tage vor der Wahl. Wahlbeteiligung 92%, CDU, CSU 28,7%, SPD 30%, Grüne 29,6%, FDP 8,7% und PDS 3%. Ganz solide Mehrheit für Rot-Grün. Ja. Allerdings wieder Rot-Grün, nicht wie gestern Grün-Rot. Ganz genau. Ja. Aber die Grünen haben mit der SPD gleichgezogen. Ja. Mich hat gestern ein Zuschauer nach der Sendung angesprochen, der hat gesagt, heute seien 15 Leute von der CDU, die sich extra Karten besorgt hätten, um für die CDU zu stimmen. Heute? Ja. Ist das so? Jo. Ja. Und das Schöne, es nutzt trotzdem nichts. Haben wir keinen Einfluss drauf. Man ruft natürlich bei einer Kartenagentur an und kauft die Karten. Wir haben keinen Einfluss drauf, wer Karten bestellt. Aber also ich gehe davon aus, dass morgen auch noch so ein paar FDP-Mitglieder mit Herrn Westerwelle mitkommen. Das wird dann besser werden. Außerdem wird er die Leute überzeugen wahrscheinlich morgen. Ja. Ja, das ist ja hier eine Veranstaltung, in der jeder für seine politischen Interessen Werbung machen kann. Ganz genau. Wir stellen ja nur das Forum sozusagen zur Verfügung. Jo. Außerdem am Sonntag nützt ja auch nichts. Aber damit sind wir beim großen Stichwort. Ich werde am Sonntag in die Kabine gehen. Ja. Ja, denn ich bin, sag mal, tendenziös ist es bei mir klar, was ich wähle. Echt? Ja. Ist klar. Ich wähle nicht politisch, sondern tendenziös showtechnisch. Oder tendenziell? Showtechnisch, tendenziös. Ach so. Das ist so wie offiziell und offiziös. Mhm. So die halbamtliche. Ja? Ich kann ja nur unter dem Gesichtspunkt wählen, was ist gut für die Show. Klar. Ja, und das heißt, es muss natürlich Stimmung sein, es muss Halligalli sein am Kabinettstisch. Ja?
Mögen andere wirtschaftliche oder arbeitsmarktpolitische oder was weiß ich Gesichtspunkte, ich wähle anders. Es kann aber sein, dass ich sozusagen beim Betreten irgendwie einen Hassanfall kriege, des Wahllokals oder so, oder irgendein Plakat oder was, und bang, und nochmal was anderes wähle. Und hier in Köln ist ja alles computerisiert. Ganz genau. Es wird ja nicht mehr angekreuzt. Nein. Aber Herr Andrak kann nichts zur Wahl am Sonntag, er macht Briefwahl, und ebenso macht Herr Zerlett Briefwahl. Machst du Briefwahl, Susanne? Ich darf nicht wählen. Ich habe keinen deutschen Pass. Och, das hätten wir doch besorgen können. Okay. Du hast keinen deutschen Pass? Du wolltest auch nie einen deutschen Pass. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich wollte jetzt nachfragen, ob ich beide Staatsangehörigkeiten haben kann, aber ich glaube, in Kombination mit der kroatischen Staatsbürgerschaft geht das nicht. Noch nicht wahrscheinlich, weil wahrscheinlich, ja. Kroatien ist ja auch auf dem Weg nach Europa, ja. Oder? Ja, bestimmt, oder? Ja, klar. Also Slowenien ist da eher. Ach, Slowenien. Die haben ja, stimmt, schon die sind ganz weit vorne. Ja, ja. Genau. Also, Susanne kann gar nicht wählen. Ja. Ihr macht jetzt Briefwahl. Wir wählen jetzt, ja. Und zwar, das sind eure tatsächlichen Briefwahlunterlagen. Ja, klar. Das ist nicht lustig. Das brauche ich gar nicht dazu sagen. Das meinst du bei uns ist nicht lustig? Nein, überhaupt nicht. Nein. Wir stehen in diesem falschen Verdacht, lustig zu sein. Ja, wir sind überhaupt nicht lustig. Nee. Ja. Helmut? Ja, ich wähle auch. Deine offiziellen? Helmut fährt Autorennen am Sonntag? Ja. Ja. Ja? Und du hast keine Zeit, oder wie? Ich, der FC spielt. Ach so. Ist ja nicht. Wo? Zu Hause? Gegen? Lübeck. Oh. Spiel gegen Lübeck. Absolut. Ja. So. Natürlich werden wir nicht verraten, was ihr wählt. Nein, aber man kann ja schon. Sind eine Menge, ne? Ja, sind eine Menge. Man kann ja für zu Hause schon mal 19 sagen. Parteien. Feministische Partei, die Frauen. Das ist so die Rubrik Übrige. Ja. Christliche Mitte. Man kann ja schon mal vielleicht noch mal als kleine Wahlhilfe zu Hause sagen, die entscheidende Stimme ist die Zweitstimme. Das wissen viele immer noch nicht. Das wissen viele nicht. Die haben eine Erststimme für einen fantastischen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, der sich abrackert und... Der aber sowieso nicht drankommt. Das Beste. Ja. Und die Zweitstimme. Aber wir haben natürlich auch das fantastische Überhangsmandat. Deswegen ist die Erststimme doch wichtig. Eben. Was ist ein Überhangmandat? Das hängt über die tatsächliche Prozentzahl drüber. Ja, wenn mehr Erststimmen abgegeben wurden für eine Partei, die nicht so viel Prozent bekommen hat. Genau. Dann kriegt man Wenn mehr Wahlkreise direkt gewonnen werden, als eigentlich prozentual durch die Zweitstimme zustehen. Und warum ist das bei den letzten Wahlen so oft gewesen? Durch die neuen Bundesländer? Genau. Weil dort ein Kandidat schon mit 4 Stimmen direkt gewählt ist. Genau. Ja, und die Partei aber über die Landesliste gar nicht reingekommen ist. Ganz extrem genau. Gesagt. Ja. Nein, weil es da ja quasi 3 gleichwertige Parteien gibt. CDU, SPD und PDS. Und man da eben ja schon mit 28-29% Erststimmen gewinnen kann. Eben, und das ist das Fantastische. Es kann theoretisch am Samstag eine Partei durch die Zweitstimme am Sonntag verlieren. Ja. Aber über die Erststimme eigentlich noch gewinnen. Ganz genau. Exakt. Und dann gibt es Randale in Deutschland. Naja, wieso? Das kapiert doch dann wieder keiner. Ja, aber wer die meisten Sitze hat, regiert. Oder? Ich wähle jetzt mal. Wähl mal. Ich unterschreibe schon mal die aber Versicherung. Aber da guckt ihr nicht, ne? Muss man den Wahlzettel unterschreiben? Ja, man Nein. muss ja auch nee, noch mal. Hier steht nämlich die Zettel. Versicherung an Eidesstadt. Ja. Muss man auch unterschreiben. Herr Andrak damit wählt, ich nicht vergesse. Kann ich sehen, nicht, wo nicht wählt. Zeigen. Nee, komm, nee, nicht zeigen. Nicht zeigen. Das ist wirklich eines der Grundrechte unserer Demokratie. Aber wirklich. Wir leben jetzt hier unterschreiben. Und die Wahl ich glaube, das muss man auch unterschreiben, frei, dass das geheim, geheim ist. Jetzt und gleich. So. Und das muss man jetzt hier in den blauen, in diesem Wahlumschlag nur den Stimmzettel einlegen, dann den Wahlumschlag zukleben. Was war das? Du bist an die Orgie gekommen? Ja, aber da geht's doch schon los. Das ist doch viel zu klein. Das was denn? Der Umschlag. Ja, fuch ihn nicht so rum, sonst sieht man, was du gewählt hast. Oder was ich nicht gewählt habe, ja. Und hier sind wir auch in Köln, oder ich weiß nicht, ob das überall draufsteht. Den Wahlschein mit der unterschriebenen Versicherung an Eidesstadt Versicherung. Ich schwöre genau. dir, da schreiben viele ihren Namen und Adresse auf den Wahlschein drauf. Auf den Wahlzettel. Also das muss man noch mal knicken, das sagte auch schon Regisseur. Oh, das passt ja immer noch nicht, ich muss mich auch noch mal knicken. Hoffentlich sind geknickte Wahlzettel gültig. Ja, ach komm jetzt auf. Ja, geht ja gar nicht anders, was willst du denn da machen? Aber oben muss man es auch noch knicken. Aber das Ding kann man abreißen. Aber hier, macht ne? Spaß, Briefwahl. Ist auch im Trend. Aber ja, es ist im Trend, aber für mich ist das nichts.
ich bin immer dieses, ich möchte eigentlich mit so einem Kandidatengrinsen ins Wahllokal gehen, weißt du? So dieses, wo du dann noch eine Sekunde verharrst, bevor du deinen Zettel reinwirfst. So. Aber das ist ja nicht mehr, ist ja alles Computer. Ja. Ja. So, jetzt muss man an Eidesstatt unterschreiben, dass man wirklich selber gewählt hat. Ja, und was macht man damit? Wo unterschreibt man das? Auf so einem Wahlschein. Der außerhalb des blauen Wahlumschlags dann reinkommt, genau. Ja? Also da ist noch der Wahlschein, auf der Rückseite Versicherung an Eidesstatt. Also entweder hat man selber gewählt oder halt eine Hilfsperson, wenn man jetzt... Zu schwach ist. Ja. Auch moralisch zu schwach ist. Was haben wir denn heute? 18. So, und da der blaue Umschlag mit dem Stimmzettel und Eidesstatt kommt jetzt hier in den roten Umschlag. Das ist ja so dermaßen kompliziert. Das ist ziemlich. Das muss man aber auch wieder knicken, das passt auch nicht rein. Das ist aber unglaublich kompliziert. Ich schwöre dir, da gehen die meisten Briefwahlstimmen verloren, oder? Meinst du? Vor allem jetzt haben wir einen breiten, da hätte das andere doch gut reingepasst. Ja, guck mal, ihr seid doch wirklich intelligent und jung, ja? Aber das ist doch... Ja, und jetzt? Jetzt schreiben viele ihren Namen hinten drauf, ja? Und dann schicken sie an Möllemann direkt. Nee, da steht ja die Adresse drauf. Das heißt, eine tolle Sache. Ihr beiden habt die Stimme ihr könnt euch nicht mehr umentscheiden? Nee, ist jetzt gewählt. Auch wenn jetzt durch Auftritte von morgen Westerwelle oder übermorgen Joschka Fischer hier sensationell nochmal umgedacht würde, aus Feierabend, zwei Stimmen sind bereits auf dem Weg. Fantastisch, bin so gespannt, wie das am Sonntag ausgeht. Mein erster